Hallihallo, liebe Leute! Wir spielen ein neues Spiel, und zwar Alan Wake. Dieses Spiel ist so, ich glaube, sehr storybasiertes Horrorspiel. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich gehe mal auf ein neues Spiel gleich direkt. Was nehmen wir für einen Modus? Ich würde sagen, normal. Wir sind ja keine Weicheier, oder? Und dann bin ich auch gleich schon mal still. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Alan Wake. Ja, hört sich schon mal cool an. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Das Spiel hat eine sehr coole Atmosphäre. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja. Ein Traum. Es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Alter, der hat den umgenockt. Voll krass, Alter. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Ach du Scheiße, Alter. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Er ist Alice. Eine Frau? Ja, natürlich, jetzt geht's Licht aus. Und der ist bestimmt weg. 100% der ist weg. Ja, er ist weg. Es war klar. Plötzlich war seine Leiche weg. Ach du Kacke. Oh, Episode 1, Albtraum. Wir dürfen jetzt den Albtraum spielen. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Sieht so aus. Wow, 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 wow! Nein, ich will die Steuerung nicht umkehren. Ich muss sie mir ausarbeiten. Eigentlich langsam machen geht gar nicht klar. Ja, so soll passen. Oh, hat sehr coolen Stil. Obwohl dieses Ding hier komisch ist, diese Sicht. Was? Umschalt gedrückt halten, um was? Um zu sprinten. Okay, lauf mal hin, denn. Lauf mal dem Licht entgegen. Das sieht Licht, ist glaube ich. Oh, da hinten ist der Leuchtturm, da muss ich hin wahrscheinlich. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Ich gelaufe mal einfach los in dem Fall. Oh, da war ein Rabe. Oh, Rabe sind immer unheilvoll. Das Licht. Kontrollpunkt erreicht. Oh Gott, jetzt passiert irgendwas. Oh! Den kennen wir doch irgendwoher, den Typ, oder? Und der flimmert. Eine Axt in der Hand! Er hat einfach eine Axt. Wow, wow, wow! Sie erkennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Ja, ich halte mich für Gott. Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und sie töten, damit es die Spannung steigert? Jetzt stecken Sie in dieser Geschichte. Alter, was ist los hier? Fokussieren. Ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Der Albtraum ist krass. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Der will mich ins Grab befördern. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keine künstlerischen Wert. Holy shit. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkottiges Geschwafel. Ja, eigentlich, wenn mir so jemand den Typ die ganze Zeit so auf den Sack geht, ich meine, der geht doch eine hart auf den Sack. Sehen Sie Ihre Arbeit an? Ich bin flamed, oder? Also der kommt her und meint, ja, du bist scheiße und ich hasse dich voll und... Der zum Springen ist eigentlich gleiche Stellung wie immer. Das wird mich auch voll nerven, Alter. Sie haben den Termin verpasst! Warum ist er jetzt hier? Wie kann er sich hier hin teleportieren? Sie können mit Umschalt und Ding Angriffen ausweichen. Oh, fuck! Oh. Sie können mich nicht aufhalten! Ja, ja, ich muss nochmal ausweichen. Ach so, kann man. Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet habe. Aus welcher Geschichte? Ach so, ja, die an der gearbeitet hat. Wie, der hat praktisch seine eigene Geschichte. Der Albtraum bestand aus der. Die Figur ist aus einer Geschichte aus seinem. Was? Durch die eigene Schöpfung umzukommen.
Ja, ja, noch sterbe ich nicht, oder? Alter, was geht jetzt für ein Film? Lauf! Lauf, Alan Wake! Jump! Oh, scheiße, das Licht geht aus. Immer wenn ich wohin komme, geht das Licht aus. Das hat irgendeinen Sinn, hat das. Das muss doch jetzt mal beendet sein, oder? Und das Licht geht auch wieder aus. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt ist überhaupt gar keine Ausdauer. Habt ihr gesehen? Der ist 5 Meter gesprungen und kann nicht mehr. Lauf! Oh, Licht ist aus! Verfolgt das Ding nicht eigentlich? Ja, schon. Oh, da drüben hilft mir jemand. Wer ist das? Der ist freundlich. Los, ich bin da. Hallo. Ja, auch das Ding bricht jetzt ein. Scheiße. Das ist gerade noch schnell genug, aber es war ja klar. Ich bin's, Clay Stewart, wissen Sie noch? Clay Stewart? Schnell rein, wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh nein. Oh nein. Ach du Kacke. Alter, der wird so hart. Stopp! Nein! 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 Verflucht! Stirb! Nein! Nein! Ah! Oh! Holy Hase! Ja, Leute! So ergeht's euch, wenn man mit Büchern spielt. Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Ich sag's immer wieder, Leute, man spielt nicht mit Büchern. Die gehen die ganzen Sachen an. Ja, gut. Alter, was ist das für ein Was geht hier ab? Hilfe! Ich will noch nicht sterben! Au, oh, what? Das war eine Todesfalle. Ich musste raus. Ich musste raus. Ja, wie? Alter Schwede! Was geht hier für ein Film? Oh! Oh, die Tür, es geht auf! Ich kann raus! Licht! Dem Licht nach. Dem Licht, irgendjemand sagt mir dem Licht nach. Dahinter muss ich. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Im Licht ist. Wer ist das? Wer hilft mir da? Licht! Wow! Und jetzt ist plötzlich wieder aus. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün. Hier, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Was ist das? Verstehen Sie? Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Nein. Zum Licht. Oh, der kann das heilen. Der kann die Brücke reparieren. Mit seinem Lichtstrahl, mit seinem supergeilen Lichtstrahl, Alter. Ich bin hier im Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist Blickzeit. Oh. Ich kann Ihnen Revolvermunition zeigen. Gegenstand limitiert. Wow! Jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn. Das habe ich nicht gecheckt. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Wie wär's, wenn du mir jetzt. Hier die Lampe. Wo ist eine Taschenlampe? Oh, eine Taschenlampe. Leute, der kann mir einfach eine Lampe aus dem Ding geben. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Boah, ist geil. Der geht jetzt kaputt, Alter. Ich glaube, wenn der Kreis rum ist, dann geht's kaputt. Ah ja, ist kaputt. Gut gemacht. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, okay, eine Bedrohung. Er ist eine Bedrohung. Ach, da muss ich ihn kaputt machen, oder wie? Hier, nehmen Sie die Waffe. Ach, und ich glaube, das ist wie ein Fadenkreuz. Oh ja. Alter, der Typ hebt aus. Holy shit, Alter, geht er ab, der Typ. Sehr gut. Vergessen okay, Sie okay, ich hab's verstanden, wie das Spiel geht. Also, das Fadenkreuz ist praktisch der Lichtstrahl. Und mit dem Lichtstrahl kann man so diese Viecher so vertreiben. Oder das, den Schatten aus ihm raussaugen. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ja, da gehen wir auch jetzt hin, Alan. Mr. Wake. Lauf! Sie haben mich geschaffen und jetzt werde ich Sie töten. Nice! Geil, habe ich ihn auseinandergenommen. Weiter geht's.
Wir sollten uns irgendwie beeilen. Ich habe irgendwie... Wow! Wow, 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 wow! Oh, fuck. Holy shit, ich hab... Was ist das? Ist das ein Intro oder was soll der Scheiß? Ich hab gedacht, das wäre ein Intro. Boah, Alter, ich komme hier schon ins Schwitzen mit den Leuten, ey. Heilige Scheiße. Huh. Kommt der plötzlich aus dem Bus, aus dem Wald rausgekrochen, der Assi. Was gibt's hier? Leuchtpistolenmunition. Oh, eine Leuchtpistole. Ich kann nicht die wechseln, also. Okay, und so. Sie sind tot, so wie ich. Ich glaube, jetzt benutze ich mal die Leuchtpistole und hau da voll einen rein, Alter. Ja, Alter, hat sie zerlegt. Oh, Leuchtpistole ist in dem Fall richtig geil. Ich frage mich, ob es auch sowas wie eine Blendgranate oder sowas gibt, die dann auch so richtig abgeht, Alter. Kann ich mir gut vorstellen. Sterben. Jetzt haben wir so einer. Ja, der hat's von allein verkackt. Er fällt einfach runter wie so ein Trottel. Kontrollpunkt erreicht. Damit kann ich ewig weitermachen. Ja, von hier renne ich lieber mal weg. Das gefällt mir gar nicht. Wow, 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 wow. Ah, da ist kaputt gegangen. Nicht gut. Ich geh mal hier rüber, das geht längst, hab ich schon kaputt. Jetzt muss ich wieder rechts holen, nicht wieder links. Ich geh mal davon aus, das ist einfach so sehr logisch aufgebaut. Obwohl, jetzt sehe ich gerade nicht viel. Ah. Alter, der kann nicht sprinten, der Typ. Der kann nicht sprinten. Was ist los mit dem? Hat der eigentlich seinen Sport durchgefallen oder sowas, hä? Hat der eigentlich... Was, ey? Da ist eine Thermosflasche. Was ist das? Ja, eine Thermosflasche. Ey, Thermosflasche auf jeden Fall. Was bringt mir die? Bringt mir irgendwas? Keine Ahnung. Kann ich davon mich jetzt aufwärmen? Bringt mir Wärme irgendwas? Oh, da ist Licht. Ganz viel Licht im Leuchtturm. Ich bin sicher. Ja, lauf, 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 lauf. Ja, ich bin drin. Puh. Oh. Oh, Alter. Puh. Schon um einiges geiler, in so einem lichternen, lodernden Gebäude zu sein. Und das Licht geht aus. Natürlich, was denn sonst? Das Licht geht aus in dem Moment, wenn wir ein Horrorspiel spielen. Da Licht ist die einzige Position, wo er sicher ist und es muss ausgehen. Oh, es war ein Albtraum. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Er hat in dem Fall Schlafproblem, oder wie? Liebling, wir sind da. Wo sind sie? Oh. Alter, es ist angenehm, nicht in dieser creepy Atmosphäre zu sein, sondern nur auf einer Fähre. Witz der Woche, Alter. Ah. Sieht aber cool aus, die Gegend. Ich finde auch das Spiel bis jetzt, wie es so gemacht ist, eigentlich recht lässig, richtig cool. Gefällt mir richtig stark. So. Was kann ich jetzt hier machen? Mich umgucken. Hallo! Als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Bin noch im Urlaub, oder? Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Alter Herr. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, Guck kurz bevor, sein... bevor er von einem Bär gefressen wird. What the fuck? Hi. Hey! Für Alice posieren. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. 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 Hast du das gehört, Schatz? Die Fotos müssen bestimmt geil sein, so wie ich hier rumstehe. Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das Boah, sagen du bist so ein geiler, perverser Sack, Alter. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Pat Main. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Ja, Wake. Natürlich. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Eine echte Leseratte, der Typ, Alter. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Alles ist so cool gemacht hier, mit dem Mauschel und alles. Ein Interview? Ja, natürlich. Ah, nee, eigentlich. Ja, ich bin im Urlaub. Nee, Ausreden hier suchen, oder was? Am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleibt. Das verstehen Sie doch sicher.
Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich! Natürlich! Natürlich. Verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ja, als ob ich meine Meinung ändere. Wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub, du Vollidiot. Ja, kann ich jetzt zurückgehen oder will immer noch irgendwelche dummen Fotos von mir machen? Sehr schön. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Wie süß. Genau. Es ist eigentlich unser Auto. Oh nee, jetzt ruft mich irgendjemand an. Ja? Hey Superstar, wie geht's meinem Lieblingsschiff? Wer ist der? Seid ihr schon da? Barry. Ah, ja, Barry. Sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Ich denke, Barry ist mal sein Verleger oder sowas, weil... Dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Der... Nein, Barry. Irgendwie alles Barry. Okay. Superstar und so. In dem Fall. Sicher sein, dass du dich wird wohl sein... Barry-Männchen sein. Wie ist es so? Hat dich die Natur schon... Seine Beere. Barry, wir sind gerade angekommen. Okay. Ist auch ein Jo, vielleicht gibt's hier irgendwas zu looten. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Natürlich. Okay. Ich melde mich immer, wenn es Probleme gibt. Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab Durchfall, Barry. Kannst du bitte vorbeikommen? Das ist ein Problem. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen ja, wird er. Keine Barry Ahnung. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Der Typ, Alter, mir würden solche Leute voll auf den Sack gehen. Ich würde die sofort ignorieren. Ich würde mein Handy ausschalten. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Was? Die Fähre ist doch erst da vorne. Die Fähre verlassen. wie er diese Tür gegriffen hat. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carl Stucky. Er wartet auf uns. Mr. Carl Stucky. Okay. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay, herzlich Julian. 15 Minuten? Das ist eigentlich... Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe das ist doch... Hey, was? Das ist doch mein Urlaub. Warum... Danke, dass du mitgekommen bist. Das ist mein Urlaub. Was? Ich glaube, ich spinne. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin oh Gott, irgendwelche Fangirls, die rumfangirlen und rumnerven. Das ist nett. Das geht mal gar nicht klar. Rose. Ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl Stucky. Carl? Natürlich, Mr. Wake. Er muss ja, zur Toilette. Da passiert doch bestimmt irgendwas. Ich krieg wahrscheinlich voll einen auf die Rübe oder sowas. Ich fasse es nicht. Also Leute, ich mache jetzt hier eine Pause. Wir sehen uns in dem Fall gleich wieder. Und Sie bewahren ihn hier.